Das Martin-von-Wagner-Museum besitzt unter anderem ein Skizzenbuch mit der Nummer 137, das beiden Tiepolo zugesprochen wurde. Wir sehen hier dieses Skizzenbuch und dort, was in dem Skizzenbuch war. Das Skizzenbuch bzw. die Entstehung der Blätter wird auf 1747 bis 1753 datiert, ist aber nicht gesichert. Dieses Skizzenbuch musste auseinandergenommen werden und diese Blätter ausgelöst werden. Wir sehen hier den vorderen Bereich des Skizzenbuchs und das ist die Rückseite. Dieses bedeutet der Einband und das war im Innersten zu finden. Das ist einfaches Haderpapier und das ist, das geleimt wurde. Und das ist laviertes blaues Papier, auf dem gezeichnet wurde. Es war sehr schwierig, dieses Skizzenbuch sozusagen, beziehungsweise die Skizzen auszulösen, weil es Mehrfachbindungen gab. Das ist eine alte, bekannte Fadenbindung, die also traditionell. Und es sind aber mehrere Lagen hintereinander gebunden worden. Man kann das hier im Einzelnen ganz gut sehen und diesen Faden, aber auch die Leimung. Um diese einzelnen Blätter ausstellen zu können, musste dieses Skizzenbuch geöffnet werden und diese einzelnen Blätter ausgelöst werden. Man sieht hier auch, welche vergangen an den Blättern war. Erstens durch ständige Klimawechsel begann das Papier sich zu wellen und wenn Einsicht genommen wurde, entstand manchmal auch sowas wie hier, dass das einfach ein kleiner Knick oder so entstand. Es war jedenfalls nicht besonders vorteilhaft, das im Buch zu belassen. Und deswegen musste es auseinandergenommen werden. Und hier sieht man so einige Werkzeuge, die ich dazu benutzt habe. Und es geschah alles unter dem Mikroskop bzw. mit Stirnlupe und war mehrere Wochen aufwendig. An dieser Stelle sieht man, dass es diese Fadenbindung, dass außen dieses Deckblatt aufmontiert wurde. Man sieht es hier ganz gut, hier ist auch noch eine Zeichnung enthalten. Weiter darf man es schon gar nicht mehr öffnen, ansonsten beginnt dass eine Beschädigung stattfinden könnte. Hier sieht man, dass es mehrere Teile waren, also es bestand aus mehreren Teilen. Hier diese längeren Fäden, die verbinden die einzelnen Teile. Im Skizzenbuch waren insgesamt 15 Blätter, 11 Zeichnungen und davon sind 9 entnommen worden. Und der Rest des Skizzenbuches ist eigentlich leer. Da ist nichts drin. Deswegen ist da auch nichts passiert. Das Entfernen, das Auslösen der Blätter war von großem Vorteil, weil es für die Zukunft bedeutet, wir können es einem Publikum vorstellen. Und auch aus konservatorischer Sicht ist es besser, denn hier ist es hinter Glas, es ist geschützt durch ein Passepartout und einfach auch Temperatur, Feuchte, das ist alles konstanter als in solch einem Verbund von Blättern, weil durch diese Bindung, durch diesen Verbund, durch den Leim, das Ganze immer etwas arbeitet. Es ist weniger Wellenbildung, weniger Brüche sowieso nicht, weniger Wellenbildung, weniger, es ist weniger angreifbar und mit der Zeit wird es eigentlich auch planer werden, sich nicht mehr zusammenziehen bzw. nicht mehr ausdehnen können, sodass diese Unebenheiten auf der Oberfläche zu sehen sind.